Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast. Der 25.07. oder der 26.07.2021 könnte als Feiertag in meine persönliche BVB, in meine persönliche jüngere BVB-Laufbahn eingehen, denn der BVB hat einen zweiten Stürmer verpflichtet. Halleluja! Malen nach Zahlen, Daniel Malen kommt zum BVB. Entweder ist es schon offiziell, wenn ihr diesen Podcast hört, oder es steht unmittelbar davor. Sebastian Kehler hat am Sonntag, also am 25.07., das ist auch der Tag, an dem wir uns heute unterhalten, hat gesagt, dass Daniel Malen zum Medizincheck und zum Klären letzter Details ins Trainingslager nach Bad Ragaz gereist ist. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das dann auch unmittelbar nach oder vor Ausstrahlung dieser Ausgabe dann auch wirklich offiziell gemacht wird. Und ansonsten, falls der Transfer noch spektakulär scheitert, werdet ihr diese Ausgabe einfach nie hören. Und das ist eh egal, was ich hier sage. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe von Auf den Punkt, dem kleinen Bruder des großen bvb-schwarzgelb.de Podcasts auf Ohren. Wir wollen heute reden über Daniel Malen, über den neuen Stürmer des BVB, der schon sofort natürlich mit der Nachfolge von Jadon Sancho verbunden ist, wird und mal gucken, ob das überhaupt sein kann, ob er das will und ja, was der Transfer für den BVB überhaupt bedeutet. Aber nicht nur das, wir wollen auch ein bisschen über das Trainingslager reden, denn unser Georg ist im Trainingslager in Bad Ragaz und ist seit Freitag da und kann davon heute auch ein bisschen berichten. Hallo Georg. Jo, servus oder grüezi aus der Schweiz, wie man so schön sagt. Aus Griechenland direkt genau. In die Schweiz gereist quasi. Was man halt so macht, ja. Was man halt so macht als ehemaliger Praktikant, jetzt schwarzgelb.de Redakteur. Groß rausgekommen. Genau. Eine Frage noch, bevor du weitermachst, dieses Malen nach Zahlen. Ich habe jetzt gerade erst diesen Tweet vom BVB English Twitter-Account gesehen. Bezugst sich das darauf? Weil das habe ich jetzt gerade erst gesehen und war das Absicht von denen? Weil die haben hier so irgendwie das Profilbild gewechselt und da ist jetzt einfach so ein schwarz-weißes BVB-Logo oder sowas in der Art und da steht irgendwie try drawing the BVB-Logo with your eyes closed and send us the result. Ob das jetzt Malen nach Zahlen wirklich sein soll oder ob das einfach Zufall ist, keine Ahnung. Hast du dich darauf bezogen oder kam es aus deiner Feder, das Wortspiel? Ja, das habe ich selber gelesen schon und ist halt so niveaulos, dass es auch aus meiner Feder kommen könnte. Genau, ja. Aber Jan hat schon anerkennend genickt und deswegen begrüße ich Jan auch direkt und dann kann Jan direkt die Frage von Georg noch beantworten. Hallo Jan. Ja, erstmal hallo und zweitens, Georg, glaubst du, dass es beim der BVB Social Media Arbeit irgendwelche Zufälle gibt? Also ich nicht. Ich freue mich dann, wenn es Wohlese Witze sind. Genau, ich würde mich auch nicht wundern, wenn da manchmal einfach jemand nicht nachdenkt. Aber ja, wahrscheinlich ist es dann doch durchgeplanter, als ich so meine, das stimmt, ja. Beide Podcast-Teilnehmer jetzt hier mit mir kommen bezeugen, es ist der 25. Juli. Das Announcement nicht offiziell. Ich wette mit euch, dass morgen Daniel Malen im Ankündigungsvideo dieses Logo gezeichnet hat. Ja. Die haben auch die schlechten Wortspiele von uns auf Twitter gelesen und das mal so aufgenommen. Ja. Ja, jedenfalls nochmal ganz kurz zu mir. Ich freue mich hier sehr, hier zu sein. Ich freue mich wirklich sehr, aber ich glaube, die Euphorie bei Fanny muss einfach nochmal ein bisschen größer sein. Also mit der Euphorie, mit der er jetzt seinen zweiten Stürmer begrüßen wird, das hätte er sich niemals ausmalen können. Muss man auch mal sagen. Absolut. Und wenn wir gewusst hätten, dass wir uns auch einfach hätten einen zweiten Stürmer malen können, dann hätten wir das auch schon lange getan. Und ich weiß nicht, ob es noch mehr Wortspiele gibt, aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal schon viele davon. Haben wir auf jeden Fall angerissen, genau. Meine einzige Sorge ist jetzt nur noch, das letzte Mal, als ich mich über einen zweiten Stürmer gefreut habe, ist dann einer von denen wieder weggewechselt. Deswegen hoffe ich mal nicht, dass sich da an der Personalie Erling Haaland noch was ändert im Laufe dieses Sommers. Ja, Georg. Du bist seit Freitag in Bad Ragaz, habe ich gerade schon gesagt. Es ist ja ein recht kleineres oder im Vergleich zu sonst ein kleineres Trainingslager. Die Fans sind nicht richtig zugelassen, können das halt ein bisschen bei den Testspielen, die es gab, so wie am Samstag in St. Gallen. In St. Gallen können dann halt ein bisschen Atmosphäre zumindest schnuppern oder so, auch wenn der BVB ja im Rahmen dessen auch nochmal darauf hingewiesen hat, keine Autogramme und keine Selfies und sowas alles. Du darfst als Pressemitarbeiter dann doch noch ein bisschen näher dran. Wie ist denn so die Lage vor Ort?
Ja, tatsächlich, das wäre mal ganz, ganz interessant, wenn wir eben jetzt nochmal Jens oder Sepp für diesen Abschnitt zumindest mit dabei gehabt hätten, weil die natürlich viel mehr Trainingslager-Erfahrung haben. Ich war vor Jahren, ich glaube, da haben die damals in Donaueschingen oder sowas gemacht, da war ich mal beim Testspiel oder so, aber so in der Funktion war ich jetzt auch noch nicht dabei, von daher kann ich es jetzt natürlich nicht vergleichen, aber an und für sich, wie du sagst, ist es schon eigentlich eine relativ klein im Sinne von, da sind jetzt nicht halt irgendwie tausende Fans unterwegs beim Training oder halt vorm Hotel oder so, wobei da auch mal so ein paar Autogrammjäger oder eher Fotojäger rumlaufen. Und soweit ich das beurteilen kann, auch was die Journalisten angeht, die hier sind, sind das jetzt auch nicht so irrsinnig viele. Von daher ist das eigentlich alles relativ klein. Gleichzeitig fällt aber auf, dass der BVB natürlich mit einem ziemlichen Tross hier herreist. Also da gibt es so eine ganze Flotte von BVB-Fahrzeugen, die dann so ums Trainingsgelände oder ums Mannschaftshotel herumstehen. Da gab es ja auch ein Video zu, die haben sogar irgendwie sich da ein LKW vollgemacht und ihr ganzes Athletik-Equipment mitgebracht, Fahrräder und irgendwelche Kettlebells und keine Ahnung, um dann hier so ein ganzes Athletikzelt aufzubauen. Genau, von daher reist man schon mit viel Gepäck, glaube ich, hier an. Genau, und ansonsten bei mir jetzt, ich bin am Freitag hier angekommen, war dann aufgrund Stau leider ziemlich spät dran fürs erste Training. Das war gleich irgendwie, die Mannschaft ist ja auch Freitag gekommen, glaube ich, irgendwie so um 4:30 oder sowas. Da bin ich dann quasi genau angekommen, als gerade Michael Zorc irgendwie rausradelte, wieder Richtung Hotel, was dann mir bedeutete, dass da auch die Mannschaft schon fertig war mit dem Training. Genau, und dann war es im Grunde jetzt gestern halt das Testspiel abends, wobei die Mannschaft vormittags auch eine Einheit schon hatte. Klar, über das Testspiel hatte ich auch einen Artikel bei Schwarz-Gelb geschrieben, kann man sich gerne mal reinziehen. War natürlich jetzt aus BVB-Sicht eher eine schmeichelhafte Angelegenheit, nicht aufgrund des Ergebnisses, was man jetzt ja nicht zu hoch hängen muss, auch wenn man sieht, wie bruchstückhaft der Kader aktuell noch ist aufgrund der EM-Fahrer, sondern auch mit allen Begleiterscheinungen, dass es ziemlich viele Blessuren oder auch Verletzungen gab. Zum Glück in manchen Fällen auch nur eine Blessur, also da wurden ja auch, keine Ahnung, Gio Reyna und Modahut irgendwie aus Vorsichtsmaßnahmen rausgenommen, beide aber auch heute wieder auf dem Trainingsgelände gesichtet worden. Das gilt aber dann leider nicht für Marius Wolf, der sich da wohl wirklich ein bisschen übler verletzt haben muss, am Knöchel irgendwie ziemlich einen Schlag da drauf gekriegt oder einen Tritt eher gesagt. Genau, von daher, das Testspiel war dann eher so eine schmeichelhafte Angelegenheit, endete auch damit, dass plötzlich wirklich Unwetter des Todes da über St. Gallen hineinbrach. Rückfahrt war dann auch spannend, das ist ja so von Matragaz irgendwie so, weiß ich nicht, so 70, 80 Kilometer ungefähr. Da war gefühlt zwischendurch die halbe Autobahn gesperrt, weil irgendwie die Leute noch mit 30 km/h da langfahren konnten. Also da hat es dann doch gut gescheppert noch. Genau, und deswegen gab es dann heute auch nur so kein richtiges Training, Anführungsstrichen. Das heißt, man kam da hin und dann wurde bekannt gegeben, dass die Mannschaft sich ins Athletikzelt verzogen hatte. Hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Wetter zu tun gehabt, was heute so ein bisschen wechselhaft war. Von daher hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel sehen können. Ein paar Jugendspieler haben da so ein bisschen Fußballtennis gespielt, aber ansonsten spielte sich das wohl eher in dem Athletikzelt ab. Und ja, dann gab es ansonsten jetzt heute Mittag noch die Medienrunde mit Marco Reus. Das war durchaus interessant. Und jetzt hat auch die Mannschaft den Nachmittagabend frei und dann geht's erst morgen wieder weiter. Und ich hoffe dann auch mit Training am Ball, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr sehen kann und vielleicht dann auch schon mit Malen. Mal sehen, ja. Ich würde mal ganz kurz einspringen. Ich hätte ein paar Fragen, das interessiert mich mal sehr. Erste Frage hätte ich mal so, du hast die letzten 10 Minuten dann ja gestern von dem Spiel noch gesehen. Das war uns ja hier zu Hause vom Bildschirm ja leider erspart geblieben oder wie auch immer man das ausdrücken möchte am Ende. Kam dann eigentlich noch Abdoulaye Camara mit rein? Also wurde der noch eingewechselt oder? Nee. Da ganz am Ende, jetzt muss ich gerade selbst nochmal meinen Unterlagen, Moment mal, ich habe das hier nochmal reinschauen. Ganz am Ende wurde, glaube ich, nochmal gewechselt. Camara war nicht dabei auf jeden Fall. Das heißt, dann fing es auch tatsächlich total auch an zu regnen im Stadion. Und dann trudelte das Spiel so ein bisschen seinem Ende zu. Von daher
würde ich, wie du richtig vermutest, würde ich sagen, dass man dann am Ende nicht mehr viel verpasst hat. Also Mo Dahoud, glaube ich, ging in der 79. Minute, habe ich hier aufgeschrieben, noch vom Platz. Da kam Dennis Lüttke-Free rein. Ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht, Bino Gittens oder Bino? Bino Gittens. Bino, genau. Der musste ja auch angeschlagen wieder raus, nachdem er erst eingewechselt war, für Marius Wolf dann, der ja auch, also haben sich alle abgewechselt quasi. Da kam dann Noah Mrozek rein und noch so ein paar Restminuten bekommen, aber genau, ansonsten ist da tatsächlich dann nicht mehr allzu viel passiert. Ja. Gibt es da eigentlich schon irgendwas Neues zu Gittens? Also die RN haben geschrieben, dass er auch nochmal untersucht werden muss, weil der auch scheinbar was aufs Sprunggelenk bekommen hat, aber du hast da auch noch nichts Neues erfahren, oder? Genau, also das ist so ein bisschen das geflügelte Wort hier, dass halt bei Gittens und Wolf muss man erstmal irgendwie Bildgebung abwarten. Der BVB hat ja irgendwie auch hier die volle medizinische Ausstattung parat, um quasi, glaube ich, im Hotel dann auch Medizincheck ja von Malen durchzuführen und so. Genau, das heißt, bei den beiden gehe ich mal von aus, dass man wahrscheinlich morgen dann was zu hören wird. Und bei den anderen, die da mit so kleineren Blessuren rausgegangen sind, da hat sich da irgendwie auch nichts weiter irgendwie konkretisiert, dass die irgendwie schwierigere Verletzungen davon getragen haben. Ja, letzte Frage noch. Wie machen die Jugendspieler so einen Eindruck auf dich? Also du hast jetzt ja schon ein paar Trainingseinheiten gesehen. Also gerade Kamara und Gittens und Lüttke-Free, die drei würden mich am meisten interessieren. Und wie klein ist Noah Mrozek? So, jetzt habe ich meinen Mute-Knopf nicht gefunden. Leider habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel vom Training gesehen, weil, wie gesagt, Freitag verpasst und heute war halt dann nur Athletiktraining angesagt. Man hat da so vom Weiten, das war halt der Platz auch nebendran, halt nur so ein bisschen Fußballtennis mitbekommen. Das heißt, Kamara hätte mich natürlich dann auch interessiert, habe ich leider nicht so viel von gesehen, aber zumindest so die Eindrücke, die ich im Spiel gewonnen habe, da fand ich es tatsächlich auffällig und der BVB ist ja aufgrund der Abwehrsorgen, die man aktuell hat, im Grunde ist man ja sozusagen ohne Innenverteidiger gerade, also Profi-Innenverteidiger hier im Trainingslager, weil Akanji noch nicht da ist, weil Hummels noch nicht da ist und dann auch wahrscheinlich nicht wirklich eingreifen wird im Trainingslager, weil er auch noch ein bisschen laboriert an seiner Knieverletzung, weil Zagadou und Koulibaly, über den wir auch noch extra Podcast gemacht haben, die sind ja auch noch gerade an ihrem Comeback am Arbeiten und dementsprechend musste man dann, hat man ja zwar relativ viele Profis in der ersten Aufstellung gehabt gestern gegen Bilbao, aber hat halt in der Innenverteidigung dann Maloney und Papadopoulos drin gehabt und die fand ich tatsächlich relativ beeindruckend in der Gestalt, dass beide super viel kommuniziert haben. Und das, finde ich, ist immer ein ganz cooles Zeichen, wenn dann halt die Innenverteidiger quasi vor sich dann irgendwie Mo Dahoud haben und hinter sich irgendwie Gregor Kobel, also gestandene Profis, die man wahrscheinlich auch so zum Stammelf-Personal zählen kann und die dann einfach wirklich viel, viel reden. Also das hat mir echt gut gefallen. Gürpüz fand ich auch interessant, hat wirklich sehr agil gespielt. Den hat auch Marco Reus in der Medienrunde angesprochen, weil ich hatte ihn dann tatsächlich auch gefragt, ob man vielleicht, genau, das kann ich ja vielleicht mal so einstreuen, jetzt die Medienrunde kann man auch bei YouTube sehen, aber vielleicht hier an der Stelle auch. Ich habe mich halt gefragt, ob man sagen könnte, dass diese Situation, die man jetzt hat mit den ganzen EM-Fahrern, die fehlen und so weiter, das ist natürlich großer negativer Faktor und da wird viel drüber gesprochen, wenngleich auch Marco Rose nach dem Spiel gesagt hat, man beschwert sich darüber nicht, man weiß, wusste das auch vorher, die anderen Top-Mannschaften betrifft es auch, gleiches hat auch Marco Reus gesagt. Aber ich habe ihn gefragt, ist das dann nicht auch vielleicht der einzige positive Effekt, dass sozusagen die, gerade auch die jüngeren Spieler, einfach mehr individuelle Aufmerksamkeit jetzt von dem Trainerteam bekommen können, einfach weil nicht so viele Profis da sind, um die sich, die da so kümmern müssen. Und da hat er dann generell mal so einen kleinen Exkurs gemacht zu den ganzen U23 und U19 Spielern und meinte, dass es auf jeden Fall so sei, dass es für die eine Riesensache sei und er könnte sich auch gut noch daran erinnern, wie das bei ihm war, als er dann sozusagen das erste Mal da so in diese ins Profitraining reingerutscht ist, dass das für die jungen Spieler total wichtig und total die krasse Erfahrung sei und dann wurde er noch darauf angesprochen, wem ihm da so besonders aufgefallen sei und ich meine, da hätte er auch dann Gypius genannt, der ihm sehr gut gefällt, der auch die offensive Rolle, die er da so wahrnimmt, im Zentrum, dass das vielversprechend sei. Und das wären so die Spieler von den Jüngeren, die mir da jetzt gerade mit dem Testspiel gestern aufgefallen sind. Vielleicht jetzt nicht die, die du angesprochen hast, aber das sind so die Eindrücke, die ich da gemacht habe, was die jungen Spieler angeht. Ne?
Ja, vielen Dank. Über Kamara müssen wir übrigens auch nochmal sprechen. Nur mal so nebenbei. 100 das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob man das vielleicht zumindest mal in zwei, drei Sätzen, ob man das abhandeln könnte über Abdoulaye Kamara, der jetzt einer ist, 16 Jahre jung, von Paris Saint-Germain mal wiedergekommen aus der Jugend. Ob sich das lohnt, eine ganze Ausgabe drum zu machen oder ob du eine Kurzbeschreibung zumindest jetzt in dem Rahmen, ich überrumpel dich einfach mal komplett, dazu ja, abgeben könntest. Also glücklicherweise bin ich vorbereitet. Ja, selbes Problem wie bei Koulibaly. Ist halt so, letztes Pflichtspiel vor knapp anderthalb Jahren bestritten. Nur im Gegensatz zu Koulibaly halt nicht verletzt gewesen, sondern kontinuierlich sogar mit der ersten Mannschaft trainiert. Vielleicht ganz lustige Anekdote. Kamara hat damals in der Youth League für Paris auch gespielt. Mit 15, meine ich. Also Youssoufa Moukoko, Alter. Und das war in dem Fall besonders. Ich habe ja damals auch schon Youth League geschaut, auch viel nachhinein. Habe ich damals mit Timo Lammert gesprochen, mit dem ich mich ja privat sehr, sehr gut verstehe, wir darüber gesprochen. Und das war halt wirklich, ich glaube, letzten Sommer oder sowas war das, habe ich gesagt. Ja, bei PSG habe ich den einen neuen Spieler gesehen, der 15. Auch schon wieder krass, dass mit 15 bei PSG in der U19 spielt, bin ich mal echt gespannt, was es denn wird, ja. Und ein Jahr später ist er jetzt hier beim BVB und da hatte ich noch gar keine Ahnung, was der eigentlich drauf hat. Also das finde ich ganz spannend. Ja, vielleicht. Kannst du dir merken, selber, wem er dir heute nahelegt, so damit wissen wir schon, wer nächstes Jahr zum BVB kommt, ja. Ich halte die Ohren steif. Ja, gut, vielleicht zu Kamara. Ja, also ich wiederhole mich nochmal, kleiner Disclaimer, letztes Spiel ist anderthalb Jahre her, da kann sich sehr viel verändern, vor allem dann, wenn der Spieler auch noch fit geblieben ist, wenn wir uns jetzt auf den Stand basieren. Ja, ist ein Mittelfeldspieler, der meiner Meinung nach auch ein sehr weiträumiges Profil hat, also fällt natürlich sofort mit seiner Physis auf, also ist, würde ich schätzen, gute über 1,85 groß, kratzt sogar an 1,90, würde ich jetzt einfach mal schätzen, vielleicht Georg ihn schon mal in Person gesehen, hast du ihn in Person gesehen? Nee, noch nicht, aber ich achte mal drauf und schiebe das mal morgen hinterher, hoffentlich, wenn ich morgen mal sehe. Ja, okay. Ja, also jedenfalls wird es über die 1,80 definitiv gehen, retten wir uns mal so. Aber wie gesagt, ich glaube eher in die Richtung 1,90. Verfügt dennoch über eine sehr gute Athletik, sehr gut in dem Sinne, also fällt er jetzt keineswegs in Geschwindigkeit ab. Wie schnell er jetzt am Ende ist, kann ich jetzt nicht genau aussagen von den paar Clips, die ich gesehen habe und die anderthalb Spiele. Wirkte er recht dynamisch für seine Größe. Ja, würde sagen, normaler Bundesliga-Durchschnitt, vielleicht ein bisschen drüber. Vom Spielstil her könnte man vielleicht sagen, also ich habe ihn als Shuttler sozusagen für mich jetzt klassifiziert. Vielleicht Shuttler so als Erklärung. Vielleicht kann man da Dahoud ganz gut. Oder, das ist wieder so wie Hund und Katze und sowas alles, ja. Ja, aber in dem Fall ist es ja kein Typ, sondern es ist ja eine Taktikrolle, ist ja was anderes. Aber nee, nicht, dass wir uns jetzt wieder dahin verlieren. Ja, Shuttler. In dem Sinne, also Box-to-Box-Spieler sollte vielleicht jedenfalls sagen, also der halt in der einen Box im Ballbesitz auftaucht und dann in der anderen. Genau dieselbe Rolle, nur mit dem Unterschied, dass er halt nicht mit in die Box geht. Also er versucht halt im Spielaufbau selber, lässt er sich ein bisschen aus dem Mittelfeld nach hinten fallen und holt den Ball und trägt den Ball halt mit nach vorne. Nur dass er halt im finalen Drittel halt nicht wirklich viel Torgefahr ausstrahlt und er jetzt mit in den 16er oder sonstiges geht. Das ist so seine Rolle, was ich auch wirklich, ja, sofort würde, was mir sehr schnell ins Auge gestochen ist, ist, dass er auch wirklich ein sehr gutes Passspiel hat, also auch im strategischen Sinne. Das ist auch aufgefallen, gegen den Ball recht griffig. Mehr kann ich da jetzt auch so auf den ersten Blick noch nicht sagen, da fehlt einfach noch Material, aber ich gehe mal davon aus, dass er am Freitag dann spielen darf. Ist es Freitag das Testspiel? Ich glaube Freitag, oder? Freitag oder so? Der 31. ist der Freitag, der 31. Ja, ich glaube, das müsste. Ja. Ja. Egal, jedenfalls beim nächsten Testspiel ja. Mal so aus. Ja, genau, gegen Bologna. Ja. Da wird er zum Einsatz kommen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich auch mal, was es noch so für Material vom letzten Jahr gibt. Dann kann ich da nochmal im Detail rübergehen. Und dann können wir da vielleicht nochmal eine extra Aussage, Folge machen. So. Sehr gut. Okay, kommen wir erstmal zu Daniel Malen, denn das ist ja das, wofür ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wahrscheinlich eingeschaltet habt. Ja, das ist ein interessanter Spieler, den man bei der Europameisterschaft zum Beispiel sehen konnte. Da hat er ja für die Niederlande aktiv gegen den Ball getreten, hat die vier Spiele auch mitgemacht. Dabei zwei Vorlagen zum Beispiel. Vorlagen gemacht, ist jetzt das langweilige Verb. Was anderes fällt mir nicht ein. Ist 22 Jahre jung, noch 1999 geboren, also noch im letzten Jahrtausend.
Aber auch das werden ja langsam weniger Spieler, weswegen ich mich auch immer älter fühle, aber da komme ich nicht mehr raus. Ist relativ klein, 1,79 groß, also für so einen Mittelstürmer zumindest, aber wahrscheinlich müssen wir da auch drüber reden, ob er so der klassische Mittelstürmer überhaupt ist. Ja, und hat relativ beeindruckende Statistiken, wenn man sich die mal so anguckt. Das ist ja dann auch das, was Marco Reus dann, glaube ich, auch in der Medienrunde noch gesagt hat, dass seine Werte für sich sprechen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel seine holländischen Werte insgesamt angucken, hat er da 81 Spiele in der Eredivisie gemacht und dabei 40 Tore geschossen, 18 Tore weiterhin vorbereitet. Und auch wenn ich alles so zusammenzähle, was jetzt hier so bei Transfermarkt.de zum Beispiel steht, komme ich auf fast 200 Spiele, was auch schon eine ganz schöne Menge ist für einen 22 Jahre alten Spieler. 88 Tore und 36 Vorlagen, also es lässt sich schon eigentlich erstmal ganz gut sehen. Die Ablösesumme soll wohl irgendwo so bei 30 Millionen liegen und das hatte ich auch noch nicht erwähnt, er kommt vom PSV Eindhoven, ist also eigentlich dann aktueller oder ehemaliger Mitspieler von Mario Götze, der ihm vielleicht schon mal was gesagt hat, wie er denn so hier in Dortmund gut oder auch nicht gut ankommen kann. Kleine Einhaken hier, da wurde auch Reus vorhin so gefragt, also ob er denn schon von Mario Götze eine Nachricht bekommen hätte, was da jetzt für einer nach Dortmund kommt, und Reus hat das also ein bisschen weggelächelt, also wahrscheinlich hat er auch keine Nachricht von ihm bekommen, aber man hat schon gemerkt in der Medienrunde, dass es wurde dann immer so ganz abstrakt gesprochen, was muss denn so ein Sancho Nachfolger mit sich bringen, obwohl eigentlich, glaube ich, alle Beteiligten wussten, dass man da schon so über Malen spricht. Er wurde dann auch einmal konkret darauf angesprochen, ob er schon hier wäre, und er meinte, nee, er wüsste von nichts und vielleicht würde er sich im Essensraum verstecken oder irgendwas, hat er gesagt, von daher, genau. Aber ja, die Connection ist natürlich dann dazu Eindhoven, ne? Man hält uns auch alle für doof. Es ist auch beeindruckend dann. Naja, vielleicht ist das die spannendste Frage, um damit einzusteigen, Jan. Ist denn Daniel Mahlen ein Sancho-Nachfolger? Also lässt sich das überhaupt so vergleichen? Oder sind das einfach auch zwei komplett unterschiedliche Spieler, die jetzt nicht so direkt in Verbindung miteinander stehen, außer dass Sancho jetzt weg ist und Mahlen jetzt gekommen ist? Sie stehen 1:1 in Verbindung, nämlich wenn wir uns einmal die Kosten erstmal anschauen. Also ist ja ganz klar, dass Sancho Mahlen finanziert hat. Und dementsprechend kann man daraus eigentlich auch ableiten, daher der Offensivplatz jetzt von Mahlen dann schlussendlich eingenommen wird, dass es der Sancho-Ersatz ist. Frage ist nur, wie definiert man Sancho-Ersatz für sich als Einzelnen? Ich definiere Sancho-Ersatz in dem Sinne, dass er den Kaderplatz und den Platz in der Startelf übernimmt. Und somit ist er für mich der Sancho-Ersatz. Während er für andere ja in seiner Aufgabe hatte, Tore vorzubereiten, der Sancho-Ersatz, und halt eher so der Kreativspieler ist, ist das natürlich nicht. Da jetzt allerdings, da werden wir dann später im Detail nochmal drüber sprechen, sich die Grundausrichtung ja höchstwahrscheinlich mit diesem Transfer dann ändert, ja eh einer dieser Rollen wegfällt, fällt es ja eigentlich dann eh schon wieder ins Obsolete rein, diese Diskussion. Aber ja, ich hoffe, konnte die Frage insofern schon mal beantworten. Ich würde vielleicht nochmal ein, zwei Statistiken nochmal kurz reinwerfen, weil ich die sehr, sehr spannend immer bei einem Stürmer finde. Das ist immer so die Go-To-Statistik Nummer 1. Expected Goals, weiß gar nicht, wie der Ruf mittlerweile in Deutschland so ist. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, ja, Fanny, du schaust ja schon so. Ja, die einen so, die anderen so. Also ich finde es schon relativ interessant und auch vielsagend oder auch durchaus aussagekräftig. Aber es gibt dann, je nachdem, wen du fragst, gibt auch welche, die, glaube ich, dann sagen, nee, kann ich nichts mit anfangen und sowas. Sky Reporter können nach einem Jahr, nachdem sie da was von erzählen, können immer noch nichts damit anfangen und wissen gar nicht, was sie da vorlesen. Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Ja, jedenfalls Expected Goals, wer es nicht kennt, einfach aus dem Englischen abgeleitet, erwartete Tore, also ja, gibt einen Faktor, der angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Spieler aus dieser Position mit den ganzen Spielumständen ein Tor macht, also hat einen Elfmeter, hat zum Beispiel 0,85 Punkte dafür, jetzt ein Schuss von der Mittellinie, wenn alle Spieler noch davor stehen, also wenn man 21 Spieler vor sich hat, okay, machen wir 20, Keeper bleibt wahrscheinlich im Tor, dann wird es wahrscheinlich sich im 0,001 Bereich verhalten. Vor allem dann auch noch am besten unter Druck mit einem schwachen Fuß. So ungefähr, um das jetzt mal ganz kurz abstrakt darzustellen, da hat Daniel Mahlen zum Beispiel jetzt ein Stat für in der Liga. Ich beziehe mich jetzt auf infogoal.net. Ist jetzt keine normale Seite, die ich verwende, allerdings die sehr seriösen Seiten, die bieten nur Daten für die Top 5 Leagues an, also für die Top 5 Ligen. Da ist die niederländische Liga nicht dabei, aber da jetzt hier auch ein Wert mit angegeben ist, lese ich dir mal vor, er hat 19 Tore schlussendlich erzielt und sein Expected Goal Wert lag bei 17,26. Das soweit für die Liga, heißt, hat er auch überperformt und ist auch ein sehr hoher Expected Goals Wert. Während er in der Europa League, wo es nämlich sehr seriöse Daten gibt, einen Wert von 4,6 hatte,
auch ohne Elfmeter, also da ist kein Elfmeter mit dabei, der den Wert irgendwie verziehen könnte, und 8 Tore erzielt hat. Und das Ganze in nur 670 Minuten. Ah, die 5 Tore in 8 Einsätzen. So, richtig lesen, Jan. Also auch da ein bisschen überperformt oder genau performt. Also er ist kein Spieler, der jetzt irgendwie kriminell überperformt hat, also der einfach nur eine sehr gute Saison gespielt hat, wo einfach das Glück ein bisschen gestimmt hat. Allerdings auch kein Spieler, der sehr viel Pech hatte. Ansonsten hätte der BVB ihn wahrscheinlich auch nicht geholt. Aber gut. Was ich jedenfalls damit schlussendlich zum Ausdruck bringen wollte, neben noch ein paar Zahlen mit ins Spiel zu bringen, ist, dass Donny Malen schon ein recht konstanter Spieler ist, der auch die Qualität mitbringt. Also das ist zum Beispiel schon mal das absolut Wichtigste. Ich finde es auch immer noch so ein bisschen unterbewertet in der öffentlichen Wahrnehmung, in welche, ja, also welche Reputation man als BVB eigentlich hat, dass man so einen Spieler überhaupt herbringen kann. Ich weiß nicht, wie der Stand bei Donny Malen so in Deutschland für viele ist, aber der Spieler wird jetzt 23 oder 22 jetzt, wird dann bald 23 als nächstes und steht jetzt vor dem nächsten zweiten großen Vertrag und hat eine richtig, richtig gute Saison gespielt, hat auch eine richtig gute EM gespielt und Interesse von Liverpool war auch da, auch wenn das nie konkret geworden ist. Aber dass man so einen zum BVB bekommt, auch für eine Ablösung von 30 Millionen, ist einfach überragend. Also der Spieler wird seinen Peak, also sein größtes Leistungslevel beim BVB haben und wird dem BVB sehr, sehr viele Tore bringen und darüber freue ich mich einfach, weil man jetzt zu oft Spieler hatte. Oder ja, wenn man die Clubphilosophie jetzt einfach mal dagegen rechnet, natürlich nicht zu viel, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Wo dann Spieler schon mit 21-22 wegfallen, kommt jetzt einer, der 22 ist und da freue ich mich auf mehr konstantere Leistungen im oberen Bereich. Die Frage jetzt, ob und inwieweit man ihn quasi als Sancho-Nachfolger sehen kann, bezieht sich ja dann wahrscheinlich auch vor allem auf Position. Wenn man sich das ja so ein bisschen hier anguckt und sich die Daten da reinzieht, dann hat er natürlich vor allem als Mittelstürmer gespielt. Ich glaube, bei der EM ist er auf links außen aufgelaufen, beziehungsweise das ist halt auch so eine Position, die er dann wahrscheinlich so an Statistiken sehr am zweithäufigsten bekleidet hat. Was sagt das denn so über den Spieler aus, wenn man sagt, okay, oder man sieht, dass er vor allem natürlich als Mittelstürmer irgendwie eingesetzt wird, aber offensichtlich auch als Außenstürmer oder Außenspieler oder Flügelspieler, wie man immer das nennt, da auch irgendwie produktiv war. Kann man das oder hilft das irgendwie genauer zu verstehen, was uns da irgendwie für einen Fußballer erwartet? Ja, also es ist vielleicht erstmal ganz wichtig zu erklären, nur weil er links außen gespielt hat, heißt es jetzt nicht, dass er genau derselbe. Ich weiß, dass du das weißt, Georg, aber vielleicht allgemein, dass er jetzt derselbe Spielertyp ist wie ein Jadon Sancho, weil er auch auf dem linken Flügel spielen kann. Also da sind die Instinkte völlig anders. Während ein Jadon Sancho sich über den linken Flügel ein bisschen in die Mitte fallen lässt und dort versucht, den Ball zu halten, um ihn dann mit einem Pass Richtung 16er irgendwie vorzulegen, sucht halt ein Donnyan Malen von links außen den Weg hinter die Kette und hat halt einfach nur einen anderen Punkt, wo er so zu seinen Läufen in Tiefen ansetzt. Vom Instinkt her ist Donnyan Malen ganz klar ein Goalscorer, während Jadon Sancho ein Vorbereiter war. Also das ist vielleicht schon mal der elementare Unterschied. Aber diese Geradlinigkeit im Spiel von Dortmund ist ja etwas, was dem BVB komplett gefehlt hat. Also man erinnert sich an die Zeiten, Grüße gehen raus an Fanny, wo man keinen echten Mittelstürmer auf dem Platz hatte, wo diese Geradlinigkeit gefehlt hat. Also selbst ein Marco Reus hat ja so ein bisschen seinen Spielstil meiner Meinung nach schon so ein bisschen wieder in diese Creator-Rolle dann wieder ein bisschen sogar, ja, wieder gedreht. Und wen gab's dann noch? Youssoufa Moukoko, 16-Jähriger. Und wir wissen alle, wie gut der eingeschlagen hat, einfach nur, weil er wieder ein bisschen geradliniger war. Steffen Tigges, ja. Der Unterschiedseinwechselspieler im Spiel gegen Manchester City. Nein, nichts gegen Steffen Tigges, ich liebe Steffen Tigges. Gut. Ja, zu Donnyan Malen zurück. Wir haben es schon angesprochen mit der Position. Es ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, die besten Leistungen hat Donnyan Malen immer im Doppelsturm gebracht. Das ist vielleicht aus dieser Hinsicht ganz wichtig, weil das schon mal zeigt, dass Donnyan Malen höchstwahrscheinlich bei Borussia Dortmund neben Erling Haaland im Doppelsturm spielen wird. Aber dass er das auch gewohnt ist, aber auch, dass er ein Spielertyp ist, der ja ganz gerne davon profitiert, vielleicht nicht immer im Mittelpunkt zu stehen im Spiel. Damit meine ich jetzt nicht, dass er sich komplett irgendwie aus dem Ballbesitz rausnimmt, komplett im Gegenteil, aber er ist schon ein Spieler, der ja ganz gerne die Unaufmerksamkeiten der Defensivlinie ausnutzt, wenn man das so beschreiben kann. Ähnlich wie Haaland, nur dass Haaland halt mit seiner Präsenz dann trotzdem da ist, während Malen dann so eine Art Fühler oder Wühler ist, wenn man das so ausdrücken kann. Also provoziert eigentlich durchgehend irgendwie die Abwehrlinie mit Läufen in die Tiefe, auch wenn vielleicht gar kein Ball gespielt wird. Oder sucht jetzt mit dem Innenverteidiger Körperkontakt, einfach um den so ein bisschen zu nerven, obwohl der Ball eigentlich gar nicht jetzt in unmittelbarer Nähe ist oder zu erwarten ist, dass jetzt ein Ball auf Malen geht oder in die Spitze gespielt wird.
aber auch einfach die Präsenz mit seiner Dynamik und auch mit seiner Kraft. Ich weiß nicht, ob jetzt Leute den Donyell Malen so vor sich haben, also wie der gebaut ist, aber Donyell Malen hat einen sehr niedrigen Körperschwerpunkt auch. Ich liebe dieses Wort. Und hat halt und bringt halt so viel Energie einfach aus sich heraus. Ich finde, am besten merkt man das einfach, wenn es in so ein Sprintduell geht und Donyell Malen im kompletten Vollspeed ist und einfach erstens bringt er auf, also im Antritt wirklich absolute Spitzenklasse, das, aber auch mit seinen Bewegungen strahlt er so viel Durchschlagskraft aus. Aber sein Körperbau ist auch so genial, dass er einfach Gegenspieler abschüttelt. Also wenn er zum Sprint ansetzt und dann kommt irgendwie ein Innenverteidiger und versucht ihn einfach mit einem Bodycheck irgendwie wegzuhauen, während da Youssoufa Moukoko vielleicht noch aufgrund seines Alters vielleicht zu Boden geht oder Jadon Sancho besonders, und ein Ansgar lacht sich Donyell Malen kaputt. Aufgefallen, ja, genau. Also der lacht sich ja da kaputt. Also, aber gar nicht mal wegen seiner enormen Präsenz jetzt, wie sie in Haaland hat, der halt ein paar Kilo mehr hat, sondern einfach nur wegen einem so gut trainierten Körper, auch im Beinbereich. Also, es ist auch wirklich bemerkenswert, das merkt man auch auf engem Raum. Ja, und es ist halt so ein richtig ekelhafter Stürmer. Und einfach diese Präsenz, jetzt so auf der rechten Stürmerseite, Haaland orientiert sich einfach nach links, würde auch Erling Haaland viele Extra-Tore noch bescheren. Wobei das ja jetzt dann schon damit verbunden eine ganz interessante Frage ist, ob der BVB jetzt dann in der nächsten Saison tatsächlich mit zwei Stürmern spielen wird und damit ja seit langer Zeit eigentlich ja mal wieder so eine richtige Änderung der Grundformation zumindest vornimmt. Jetzt haben wir viel mit 4-3-3 gespielt oder mit einer Spitze oder mal mit so einem Mischmasch daraus. Glaubst du denn, dass wir unter Marco Rose, wo wir auch schon gehört haben, das mag er eigentlich am liebsten und teilweise sogar mit Raute oder sowas, was erwartest du denn, was wir dann jetzt in der Regel sehen werden in der nächsten Saison? Also ich bin mir absolut sicher, dass es entweder 4-4-2 Raute sein wird oder es wird ein 3-5-2 sein, aber es wird immer ein echter Doppelsturm sein, wenn man es so ausdrücken kann. Also ich verwette alles, was ich habe, darauf, dass Donyell Malen bei Marco Rose nicht mehr als maximal ein Spiel notgedrungen über den linken Flügel machen wird oder über den rechten, wo er auch wirklich als linker oder rechter Flügel spielt. Also da bin ich mir zu 100% sicher, da wäre Malen einfach komplett verschenkt. Das passt auch nicht zu Marco Rose, der sein Spiel recht zentral halten möchte. Wer mehr zu Marco Rose und seinen Takt im Detail hören will, haben wir auch eine Folge zu aufgenommen. Zwar nicht mit mir, aber die wurde auch von Schwarz-Gelb mit aufgenommen. Also so viel dazu. Bin mir komplett sicher, dass es immer auf den Doppelsturm hinauslaufen wird mit Malen und Haaland. Auch wenn man natürlich nicht komplett ausschließen kann, dass wenn Haaland verletzt ist oder halt rotiert werden muss, Moukoko vielleicht sich gerade nicht anbietet und Marco Rose auf die Idee kommt, okay, wir spielen jetzt mal ein 4-3-3 mit zwei breiten Flügelspielern, weiß ich nicht, stellt dann auf rechts Thorgan Hazard und auf links Marco Reus vielleicht, dann kann natürlich Malen auch alleine in der Spitze spielen, haben wir ein 4-3-3. Aber sofern wir Haaland und Malen auf dem Platz sehen, wird es immer ein Doppelsturm sein, sei es in der Raute oder in einer Dreierkette. Klingt ein Stück weit aber dann auch nach mehr Flexibilität einfach im Offensivspiel, ne? Also rein von der Formation war Borussia Dortmund ja jetzt zuletzt immer wieder recht einfach auszurechnen. Das würde dem ja jetzt ein bisschen widersprechen, weil halt einfach mehrere Sachen möglich sind. Du hast ja auch nur angesprochen, dass ein Moukoko ja auch damit reinrotiert werden könnte, immer mal wieder. Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja auch etwas, für was Marco Rose steht. Also mit Rene Maric zusammen, seinem Co-Trainer, ja, so viele unterschiedliche Grundformationen und auch mit einem völlig anderen fußballerischen Ansatz. Also es kommt vielleicht nochmal dazu, Formation, Fußball mittlerweile überbewertet. Ich glaube, das Zitat hat man von jedem Fußballtrainer schon mal gehört, aber halt auch den Spielansatz in so vielen Details und auch grundsätzlichen Prinzipien zu ändern, das ist etwas, für was halt eben Rose und auch Maric dann halt auch sehr gerne stehen. Und dann auch einen anderen Spielertyp als Haaland zu haben in der Form von Malen, auch wenn es jetzt nicht so drastisch ist, aber in dem, was die beiden dann schon technisch und auf engen Raum können, ist das dann schon nochmal ein Unterschied. Bringt natürlich unheimlich viele Möglichkeiten mit. Ich frage mich dann am Ende nur, wie groß der Unterschied dann wirklich ist in der Gegnervorbereitung aus Gegnersicht. Also wie sehr beeindruckt die das, dass man da jetzt vielleicht einen Formationswechsel hinlegt? Gar nicht mal, weil das jetzt für den BVB sehr große Qualitätssprung ist, aber ich glaube, die haben schon so einfach Angst, wenn Erling Haaland im Sturm steht. Deswegen, wenn dann noch Donyell Malen dazukommt, wird es, glaube ich, einfach nur noch gefährlicher. Da ändert dann die Grundformation noch nichts. Und weil ich es mir nicht vorstellen kann so im Moment, weil ich Erling Haaland bisher immer nur so als einzelne Spitze sehen kann. Wie würdest du das einschätzen? Wie kann er auch mit jemandem harmonieren, wenn noch neben ihm einer vorne im Zentrum steht? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich es jetzt nicht zu kompliziert erkläre. Aber ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass ich glaube, dass Haaland halt einfach enorm von diesem Wechsel profitieren wird, einfach aus dem Grund,
wenn man sich ja Haalands Spiel anschaut, ist ja klar, der hat ja nur einen linken. Also Haaland, absolute Weltklasse, aber der rechte Fuß reicht vielleicht für die zweite Bundesliga, um es jetzt mal eine kleine Hyperbel zu formulieren. Dementsprechend ist es ja so, die ganzen Tore von Haaland fallen ja so in der linken Hälfte des 16ers, um das jetzt mal so zu veranschaulichen. Und dadurch sorgt es halt ganz viel dazu, dass die Innenverteidiger, die dann gegen Haaland spielen, natürlich dann einfach versuchen, den Passweg einfach auf den linken Fuß für Haaland zuzumachen. Das hat man sehr, sehr gut in beiden Spielen gegen Köln, finde ich, gesehen. Da hat man das nämlich ganz schlau gemacht. Es war ja zweimal eine Dreierkette. Heißt, man hatte dann auch noch wirklich die Überzahl da im 16er und konnte halt Haaland einfach nur diesen einen Raum zu machen. Und hat halt dadurch einfach Haaland komplett aus dem Spiel genommen. Das Tor gegen Köln dann ja in der Rückrunde war ja auch kein typisches Haaland-Tor dann. Also falls jetzt jemand sagt, okay, der hat gegen Köln getroffen, das Argument zählt nicht. Aber so grundsätzlich in dem Spiel. Und wenn jetzt ein Daniel Mahlen noch auf der anderen Seite dazu ist, also man stellt sich das jetzt einfach so vor, BVB im Angriff, Ball ist irgendwo auf der linken Seite bei, sagen wir mal, Rafael Guerreiro. Und orientiert sich ein Haaland natürlich in seinen linken Raum, während sich ein Mahlen im rechten Raum orientiert. So, jetzt habe ich gerade das erste Beispiel schon angeschnitten. Normalerweise hätte sich jetzt die Abwehrkette einfach nur auf Haaland konzentriert. Sobald der Ball dann ein bisschen näher am 16er ist, sorgen sie halt einfach nur dafür, dass Haaland den Ball nicht auf den linken Fuß bekommt. Wird natürlich trotzdem noch schwer, weil Haaland da einfach das Weltklasse-Timing hat und es dann einfach mal trotzdem ja gekonnt zu ignorieren. Wenn dann allerdings noch ein Daniel Mahlen auf der anderen Seite steht, ist es ganz einfach so, dass die Innenverteidiger schon automatisch erstmal noch ein Auge mehr auf die rechte Seite haben müssen, weil dieser ja auch wirklich unmittelbar auf derselben Höhe wie Haaland stehen wird. Was schon mal dafür sorgt, dass es auch ein enormer Stresstest einfach für die Konzentration ist. Zieht die Innenverteidiger natürlich auch mal ein bisschen weiter auseinander. Allerdings bringt es da halt auch tatsächlich mehr Variabilität rein. Es ist dann nämlich so, dass ein Guerreiro dann nicht nur den Ball Richtung Haaland auf den linken Fuß spielen kann, sondern er kann auch einmal auf die rechte Seite nochmal rüberpassen und dann spielt ihn Jude Bellingham oder Marco Reus auf Daniel Mahlen. Also das kann genauso passieren. Was ein Daniel Mahlen aber auch ganz gut beherrscht, ist, dass er sich auch mal ganz gut fallen lassen kann. Nicht so extrem, wie es ein Mario Götze gespielt hat, aber schon so, dass er gut mit dem Rücken zum Tor arbeiten kann und um den 16er herum da guten Ball festmachen kann, sich auch wirklich überdurchschnittlich gut oder auf sogar sehr gutem Niveau in engen Räumen lösen kann. Also die Ballkontrolle ist wirklich genial. Da könnte man denken, das ist ein echter Flügelspieler, von wie technisch gut das ist und auch mit der Orientierung, wo er sich hinzubewegen hat, dann auf diesem engen Raum. Also das ist dann auch nicht mal blind, sondern das ist einfach wirklich absolut gekonnt und gut. Kann da auch da mal technisch sich gegen drei Spieler durchsetzen und kann dann selbst Haaland in Szene setzen. Am Ende ist es allerdings trotzdem so, dass Mahlen das Tor auch schon wirklich lieber selber macht, als Haaland aufzulegen. Das bringt einfach ja wieder diese Geradlinigkeit bei. Ich würde es jetzt vielleicht am Ende dann abschließend einfach so sagen, wird der Ball auf der linken Seite in den Strafraum gespielt, macht Haaland das Tor, geht er in der rechten Seite, macht den Mahlen. Mahlen kann allerdings genauso gut sich ein bisschen fallen lassen und Haaland in Szene setzen, während Haaland das natürlich auch kann. Es wird einfach ein Wechselspiel und es wird für die Verteidiger wirklich enorm stressig. Weil ich auch dazu sagen muss, weil du jetzt gerade dieses Thema Vorlagen und hat man eher eine Neigung, den Abschluss zu suchen oder vielleicht doch nochmal den Pass zu spielen. Ich finde, da hat ja gerade Haaland, der hat ja so eine Phase da im Frühjahr gehabt, wo er irgendwie ein paar Spiele in der Liga nicht getroffen hat. Und ich fand, da hat er noch mehr Klasse eigentlich als Fußballer bewiesen, weil er da einfach ganz, ganz vielen Situationen immer die richtige Entscheidung getroffen hat. Da hat er, glaube ich, einmal Reus ein richtig geiles Tor aufgelegt. Und das finde ich, das macht dann ihn vielleicht auch gerade in der Kombination dann auch nochmal sehr reizvoll oder diese Kombination reizvoll, dass Haaland, glaube ich, obwohl man ja immer mit diesem absoluten Tor, ja, dieser Wucht und dieser Torgefahr und so verbindet, dass der dass der durchaus auch ein Auge hat in den entscheidenden Situationen, vielleicht doch nochmal dem Mann irgendwie in Szene zu setzen, der vielleicht noch einen Ticken besser positioniert ist. Von daher könnte ich mir das dann auch dahingehend ganz, ganz reizvoll vorstellen tatsächlich. Ja, das sowieso. Vielleicht nochmal ganz netter Nachtrag. The Athletic, also mit das beste englische Medium, hat einen sehr ausführlichen Artikel zu Mahlen geschrieben. Was ich da sehr, sehr interessant fand, ist, also Daniel Mahlen ist ein ja enorm zielstrebiger Stürmer. Allerdings ist es auch so einer, ohne jetzt irgendwas Böses über ihn sagen zu wollen, ist halt einfach jeder eine andere Persönlichkeit. Dann auch jemand, der eher ja glücklicher ist, wenn er 3 Tore gemacht hat, als wenn Haaland 2 macht, um es mal so auszudrücken. Also der ist da schon auch wirklich nicht so amused, wenn er dann nicht sein Tor macht und ausgewechselt wird. Da gab es zum Beispiel eine ganz beispielhafte Szene damals, um aus dem Artikel zu zitieren, mal so ganz grob. Da hat also sein Sturmpartner in Eindhoven, war ja Zahavi, routinierter Stürmer, ich glaube 31, irgendwie sowas in dem Dreh, schon viel erlebt, hat die Möglichkeit auf einen Hattrick bei einem Elfmeter,
Ist auch normalerweise eigentlich mit so der Elfmeterschütze, aber hat halt einfach Donnie Malen, der in dem Spiel noch nicht getroffen hat, dann den Elfmeter geschenkt und Donnie Malen hat ihn verwandelt. Während dann so im Gegenzug ein Donnie Malen bei, ich glaube 4 oder 3 Tore hat er geschossen, wird ausgewechselt und ärgert sich richtig. Aber nicht dieses Ärgern wie so ein Haaland, so ach komm, und scherzt noch ein bisschen mit Lucien Favre, komm, wie viel hast du eigentlich gemacht? 4, 5? Ja, vielleicht mache ich noch eins, wenn du mich drauflässt das nächste Mal. Sondern wirklich so in dem Sinne, ach komm, das war nicht genug, nervt mich schon so ein bisschen. Also so ein bisschen temperamentvoll, ein bisschen ja, egozentrisch, vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber ich glaube, man weiß, auf was ich hinaus möchte, ist er da schon. Aber Frage ist, wie gut man das mittlerweile gebändigt bekommt. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn man weiß, wie man mit diesen Persönlichkeiten umgeht, dann hat das nur einen sehr guten Effekt. Also hat man ja auch bei Aubameyang meiner Meinung nach so ein bisschen gesehen, um da vielleicht einen Vergleich zu ziehen. Das funktioniert dann trotzdem super. Darauf kann man sich dann vielleicht auch so ein bisschen im Spiel wie, ja, auch auf dem Spielfeld, aber dann eher im kommunikativen Bereich einstellen. Ohne das in irgendeiner Art negativ zu meinen übrigens. Also es ist nichts jetzt, wo ich auf Malen losgehe, aber vielleicht ganz in das Detail. Und es klingt offen gestanden auch eher nach einem Luxusproblem aus BVB-Sicht, ja. Weil wir haben ja ganz oft hier drüber gesprochen, über dieses gelegentliche Fehlen von einer, diese, ich nenne das mal diese intrinsische Motivation, immer besser zu werden, immer mehr zu wollen und so weiter. Und das gerade ja auch im Verhältnis zum FC Bayern oft diskutiert hier in dem Podcast und so. Und wenn wir da dann jemand haben, und das passt dann auch wieder perfekt zu Haaland, der ja ähnlich tickt, vielleicht nicht so auf so eine toxische Art, aber zumindest da auch einfach ultra motiviert ist. Da, auch das stelle ich mir dann gerade in Bezug auf die beiden dann auch interessant vor, ne? Weil wenn es da so dieses gegenseitige Überbieten dann da anfängt, das kann natürlich vielleicht auch phasenweise, wie ich sagte, vielleicht auch so eine toxische Form annehmen, aber ich glaube, wenn man das gut moderiert und so ein bisschen kanalisiert, und das wird dann sicherlich die Aufgabe der Trainer sein, da kann man dann natürlich auch zu einer Situation kommen, wo alle halt einfach besser werden dadurch und das halt auch vorleben, das ist ja auch so ein Faktor, glaube ich, wenn man so Leute hat, die da so ticken und das so nach außen tragen in jeder Phase des Spiels, ich glaube, davon lassen sich dann auch gelegentlich mal andere Spieler anstecken, die das vielleicht nicht so in sich rumtragen, wenn da Leute halt so vorgehen irgendwie. Von daher, das finde ich eher, kann ich ganz gut mit leben, ehrlich gesagt. Ja, also du hast es schon perfekt zusammengefasst. Du hast es jetzt besser auf den Punkt gebracht als ich. Vielen Dank dafür. Aber was ich beim Malen als Persönlichkeit auch einfach sehr, sehr spannend finde, ist, wenn man ja in Bezug auf den The Athletic-Artikel, so jetzt haben wir es, sein Leben so ein bisschen anschaut, ist ja sehr, sehr interessant. Also ist ja in den Niederlanden aufgewachsen, im Stadtteil heißt Westerland, aber im Niederlande, also nicht auf Sylt. Ich habe auch erst googeln müssen, habe mich auch gewundert, hä, wie fährt denn der von Westerland mit der Fähre rüber nach in die Niederlande und geht dann zum Training bei Ajax? Ich habe gedacht, okay, aber nach dem Googlen habe ich es dann auch verstanden. Ja, wie jeder Jugendspieler natürlich das Opfer gebracht, dass er teilweise 2 Stunden so zum Training fahren musste. Also hat er schon sehr früh da auch diesen Einsatz gelebt und nicht irgendwie nur so nebenbei mal kurz bei Ajax gespielt, weil er jetzt da irgendwie vor Ort war. Es kam alles dazu, aber hat wirklich in der Jugend eigentlich immer super performt. Ja, gibt natürlich immer diese tollen Stories, die man da bei einem Spieler rausfindet. Der hat sich toll durchgesetzt, wurde von dem Trainer nicht so wertgeschätzt, hat sich dann doch verbessert, hat mal links gespielt. Hat auch im Tor ohne zu meckern gespielt, übrigens wirklich so, also bis zu U14 muss man ja bei Ajax, gibt es ja keinen richtigen Keeper und sowas, hat er ohne Probleme im Tor gespielt, wollte immer der Beste sein, lässt sich natürlich immer viel schreiben, aber was ich wirklich bemerkenswert bei Malen finde ist, ich weiß nicht, ob ihr beide das auf dem Schirm habt, hat er sogar mal schon mit dem FC Arsenal gespielt. Da wollte ich was zu fragen, aber erzähl du mal zu Ende, wenn du, wahrscheinlich kommst du jetzt genau auf den Punkt, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt irgendwie einen speziellen Punkt gibt, aber ist halt, also bei Ajax Amsterdam damals hat man Malen schon geschätzt. Also es war jetzt nicht so, dass man ihn jetzt komplett fehleingeschätzt hat, aber Ajax hat ja das Problem damals gehabt und jetzt übrigens auch ein prominentes Beispiel mit Julian Rijkov, also der Jugendspieler von Dortmund jetzt, der auch aus der Ajax-Akademie kam, da war dasselbe Problem, dass da die Abstimmung noch nicht so gut gestimmt hat. Okay, wer führt jetzt eigentlich die Vertragsverhandlungen mit den Spielern? Also Vertrag von Malen ist damals ausgelaufen. Da war es Jonker damals, war übrigens, glaube ich, mein Trainer bei Wolfsburg, aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen und ich bin noch ein bisschen jung. Fanny stimmt, nickt, zustimmt, dann habe ich recht. Gut, also der hat damals auch da gearbeitet, also Head of Youth Development, also Jugendabteilungsleiter, und Overmars war damals auch schon technischer Direktor und das war dann so, Malen wollte halt verlängern, wollte eigentlich in den Niederlanden besonders bei seiner Familie bleiben, also scheint auch sehr familiär zu sein, hat auch eine sehr, sehr gute Beziehung zu seiner Mutter, das wird auch primär vorgehoben. Und ist übrigens auch sehr großer Ronaldinho-Fan. Jetzt kommen die ganzen kleinen Details wieder in meinen Kopf. Also Ronaldinho war als Poster an seinen Wänden.
um jedenfalls auf den Punkt zurückzukommen, wurde dann bei Ajax, hat man gesagt, ja, mit wem müssen wir jetzt sprechen, eigentlich, dass wir verlängern. Hat die Familie so gefragt und dann so, ja, zum Jonker, zum Herrn Jonker, ja, das macht der Herr Overmars, machen wir definitiv, wir sprechen darüber. Und dann sind wir zum Overmars gekommen, ja, das macht der Jonker. Und so hat es sich dann gezogen und irgendwie ein Vertragsangebot bei Ajax kam dann nicht. Also es war noch in einer recht frühen Phase, wurde jetzt nicht genau in dem Artikel definiert, aber ich würde es jetzt mal so auf März rumschätzen, so gegen Ende der Saison, aber noch in der Saison. Und Ajax hat sich da nicht bemüht, hat vielleicht nicht so richtig ernst genommen, dass man da aufpassen muss. Und Arsenal war damals auch unter Arsène Wenger noch unter der Leitung. Gerade Arsène Wenger, sehr, sehr großer Fan von Daniel Malen damals gewesen. Ich glaube, es gibt Schlechteres. Hat dann schon sehr schnell damals bei Ajax gesagt, okay, wir wollen Daniel Malen verpflichten. Beziehungsweise bei Arsenal gesagt, macht den Vertragsangebot. Auch wenn der Berater Mino Raiola heißt. Schon damals übrigens. Ich glaube, mit 14 ist er Berater von Malen geworden. Aber das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen. Also auf alles andere kann man sich verlassen, auf die Aussage bitte nicht. Und ja, dann hat er halt das Angebot von Arsenal einfach aufgrund der Wertschätzung angenommen. Natürlich, Geld wird jetzt bei Arsenal wahrscheinlich sogar höher als bei Ajax gewesen sein, aber die Beweggründe waren einfach vielmehr die fehlende Wertschätzung bei Ajax, falls da die Frage irgendwie aufkommt. Bei Arsenal selber hat er ist nicht wirklich einfach gehabt, also hatte ein paar körperliche Probleme. Ich meine, zu dem Zeitpunkt des Wechsels war er dann auch noch irgendwo im jugendlichen Alter, so 17, 18, irgendwie sowas in dem Dreh muss das gewesen sein. Hat dann, glaube ich, damals noch in der 19 gespielt, irgendwie sowas war das im Dreh. Hat da ganz gut performt, hat dann auch bei der U23 ein Spiel absolviert, aber da halt körperlich ein bisschen durchgefallen. Und dann, ja, wenn es dann, nachdem der Vertrag dann da kurz vorm Auslaufen stand, das war dann einmal so der Punkt, dass man bei Arsenal dann auch nicht mehr komplett überzeugt war. Aber auch einfach, dass Arsène Wenger damals sich eigentlich nicht an den Tisch setzen wollte und mit Mino Raiola einen neuen Vertrag verhandeln wollte. Da gab es dann auch noch so ein paar Details und dann hat man sich bei Arsenal auch nicht weiter bemüht. Und dann hat sich Daniel Malen entschieden, okay, ich kann da nicht mit den Profis trainieren, ich kann da auch jetzt gerade nicht den nächsten Schritt machen. Ja, Berater natürlich auch noch so ein kleiner Punkt. Dann geht's zurück in die Niederlande und ist dann bei PSV komplett durchgestartet. Also sehr bewegende Karriere. Ich finde, dass in dem jungen Alter dann auch schon im Ausland gewesen zu sein, bringt natürlich auch charakterlich dann natürlich enorm mit. Etwas mit. Also das absolut nicht zu vernachlässigen. Ja, da hast du tatsächlich dann meine Überlegungen oder meine Fragen schon beantwortet, weil mir ist es auch erstmal schwarz auf weiß aufgefallen und da wundert man sich natürlich, dass wenn so ein junger Alter dann jemand ins Ausland geht und dann habe ich mich gefragt, weil man ja auch Ajax abgespeichert hat, eben als eine Mannschaft, in der Jugendspieler oder Leute aus der eigenen Jugend dann auch gerne zum Zug kommen, anders als wir das jetzt ja letztens auch mal bei Paris diskutiert hatten, wo man da vielleicht einfach nicht die Perspektive hat, hat mich das dann doch sehr gewundert, aber klar, das macht dann aus den Umständen heraus total Sinn. Ich weiß gar nicht, Fanny, haben wir eigentlich Shownotes bei unseren, weil wir müssen, glaube ich, mal diesen Artikel da verlinken, den will ich mir auf jeden Fall selbst mal durchlesen, den du gerade angesprochen hast, oder ist der hinter so einer Paywall, aber egal, das könnte man irgendwie mal verlinken. Aber hinter einer Paywall, ja. Aber ja. Das scheint sich zu lohnen, ja. Aber der Volker, wenn er das hört, dann verlinkt er das bestimmt. Ansonsten müssen wir ihm das nochmal extra schreiben. Die Sensen Volker dann nochmal. Schöne Grüße an Volker an der Stelle für die Technik. Ja, also es klingt alles ja dann doch wirklich nach einem zweiten Stürmer. Ich habe ja lange danach geschrien und wir haben das nochmal häufig hier auf den Tisch gepackt, dieses Thema. Ich habe aber immer wieder dann halt auch dann das Gegenargument gekriegt, nicht hier innerhalb des Podcasts unbedingt, aber auf Social Media zum Beispiel, dass man ja Moukoko hätte und dass es ja halt nun mal auch ein Problem ist, wenn man dann Moukoko jetzt auch noch einen zweiten Stürmer quasi davor setzt. Glaubst du, dass das ein Problem werden könnte oder ist es vielleicht sogar gut, jemanden zu haben, den man da mit rein rotieren kann, wenn ein Malen da jetzt einfach nur noch eine weitere Option ist für die Sturmspitze und gerade wenn es ja dann vielleicht sogar zwei Optionen auf dem Feld gibt für auch einen Youssoufa Moukoko? Ja, also am Ende muss man einfach mal sagen, dass ein Stürmer mit der Klasse von Malen und Haaland sowieso halt einfach nur ein Spieler ist, der A, Youssoufa Moukoko erstmal beschützt. Also der mediale Hype um Moukoko ist ja, ich glaube, man muss ja niemanden hier erklären, ist ja halt einfach astronomisch. Also das, ich fand schon diesen Hype damals bei dem Hertha-Spiel, als er da eingewechselt wurde und als er 16 wurde, schon echt krass. Also ich habe gewusst, dass es viel wird, aber dass es so viel wird, hat er sogar seine eigene DAZN-Reportage damals bekommen. Und stell dir das mal mit Zuschauern vor, ne? Das wäre noch krasser gewesen, ja. Vor allem, was man ja immer so vergisst, ist es ja nicht irgendwie so, dass es so ein 19-Jähriger ist, der ist 16, der ist frisch 16 geworden. Also ich meine, ich sitze jetzt hier mit 18 und würde schon sagen, dass ich ein bisschen was einstecken kann, aber
stell dir mal vor, die ganze Welt auf dich, schaut auf dich. Ist ja nicht mal so ein kleines Stadion, 5000 beim Amateurverein, gerade aus der U17. Nee, warte mal, C-Jugend darfst du ja sogar noch spielen, oder? Ja, ja, kommt hin. Also dazwischen und spielst dann erstmal so in der ersten Mannschaft, wäre schon so krass, aber du spielst dann ja wirklich bei Borussia Dortmund, so ganze Welt auf dich schaut und ganzen Druck, also das ist wirklich krass. Und das ist jedenfalls das Argument weiter fortzuführen, dann als er dann in der Startelf gespielt hat, die 2-3 Spiele und dann öfters eingewechselt wurde, hat es ja nach dem Union-Spiel, hat es dann ja erstmal gedauert, bis da das nächste Tor kam und dann ja viele schon von Krise gesprochen, natürlich komplett am Ziel vorbei, da sind wir uns ja alle einig und auch jeder, der zuhört, da habe ich mir schon wieder gedacht, was machen denn die Medien mit dem, also schon so sehr früh schon so rausgezogen und daraus kann man einfach sagen, dass so ein Daniel Malen und so ein Haaland, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich Haaland diesen Sommer niemals abgeben würde, weil egal, wen du danach als Stürmer holst, selbst wenn es Ronaldo ist, die Medien würden sagen, Youssoufa Moukoko muss jetzt den nächsten Schritt machen. Und damit tust du dir einfach auf allen Ebenen keinen Gefallen. Wenn du jetzt noch mit Malen einen hast, der dann halt noch zusätzlich, meiner Meinung nach, 15 bis 20 Tore mindestens in der Bundesliga garantiert, sofern dann nicht verletzungstechnisch oder spielerisch jetzt irgendwie ein ganz großer Wurm reinkommt, ist es halt einfach jedes einzelne Tor weniger, was Moukoko hätte schießen müssen laut der Medien. Und das nimmt natürlich enorm viel Druck einfach von dem Jungen. Das ist halt einfach komplett wichtig. Auch wenn er gut damit umzugehen scheint, am Ende weiß man das nicht und lieber das Risiko komplett vermieden, als einfach nur wegmoderiert. Also das kommt schon mal dazu. Um dann vielleicht noch auf die Spielzeit einzugehen. Denn da muss man ja sagen, Moukoko ist ja eigentlich Stürmer Nummer 3. Wenn ich die Raute aufstelle, würde ich noch Thorgan Hazard da auf der Halbposition mir sehr gut vorstellen können. Aber wenn wir jetzt immer nach echten Stürmern gehen, wäre er ja die Nummer 3. Wir haben jetzt schon letztes Jahr gesehen, wie eng der Terminplan ist. Wir haben auch letztes Jahr gesehen, wie schnell sich ein Erling Haaland dann trotz überragender Fitness dann nochmal ganz schnell für 4 bis 6 Wochen verletzen kann. Wir haben den DFB-Pokal, wir haben eine Champions League, wir haben wieder unendlich viele Spieltage. Wir haben wahrscheinlich nächstes Jahr leider auch wieder mehr Nationalmannschaftsfußball und keine Länderspielpausen, die komplett wegfallen. Also da kommt nochmal mehr Belastung zu. Da wird Moukoko definitiv auf seine Minuten kommen. Also es wird auch in den 4-stelligen Minutenbereich gehen, sofern da keine Verletzungen dazu kommen. Und es ist komplett ausreichend. Also bin auch sicher, dass Moukoko nächstes Jahr sogar auf eine 2-stellige Anzahl an Toren wettbewerbsübergreifend kommen wird. Und das ist vollkommen ausreichend. Dann wie das nächsten Sommer nach dem höchstwahrscheinlichen Haaland-Abgang aussieht, müssen wir nochmal schauen. Ich finde den Zeitpunkt nicht ideal. Ich hätte mir gewünscht, dass Haaland dann einfach nur in Bezug auf Moukoko dann nochmal ein Jahr extra da wäre. Ich glaube, das würde dann ideal aufgehen, aber das ist schon mal der Punkt dazu. Für Stürmer sind gesorgt, Fanny, keine Sorge, alles gut. Und zur Not Steffen Tigges. Genau. Ja, in der Champions League, dann gegen Real Madrid oder sowas. Das klappt bestimmt. What could possibly go wrong? Aber ich glaube, mit Daniel Malen geht wahrscheinlich erstmal nicht ganz so viel schief. Das klingt alles sehr vielversprechend und damit würde ich versuchen, so langsam ein Schleifchen an diese Ausgabe zu machen. Es sei denn, Jan hat noch irgendwelche Punkte, die er sich im Vorhinein vorgenommen hatte, die er gerne unterbringen wollte und die er bisher noch nicht konnte. Ja, hat sich jetzt noch nicht so angeboten. Gibt jetzt vielleicht nicht die ideale Struktur in den 2-3 Sachen, die ich jetzt noch ansprechen möchte, aber es ist vielleicht noch ganz interessant für den, der sich da so ein bisschen ins Detail verliebt. Daniel Malen passt natürlich auch einfach in dem Sinne halt einfach ideal zu Marco Rose und Borussia Dortmund, einfach damit, dass er mit seiner enormen Dynamik und Durchschlagskraft auch einfach gegen den Ball sehr viel machen kann. Also hat ja auch bei Roger Schmidt einer der ja wirklich pressing-intelligentesten Trainern gespielt und wurde da auch gut ausgebildet. Also hat da sehr viel mitgenommen. Bei Rose ist das Pressing-Niveau auf demselben. Also da wird die Umstellung eigentlich fast gar nicht vorhanden sein. Vielleicht 1-2 Laufwege anders. Er hätte es auch gelernt, in der Doppelspitze anzulaufen. Und mit 2 Stürmern à la Haaland und Malen anzulaufen, wird für das Rose-Spiel einfach ein Traum sein. Also das vielleicht nochmal dazu. Also das ist auch eine sehr wichtige weitere Hinzufügung da zum Stürmerpersonal, weil Marco Reus fehlt halt einfach mittlerweile leider so ein bisschen diese komplette Dynamik gegen den Ball, auch wenn ich finde, dass das immer noch von der Technik und von der Antizipation überragend macht, aber dieses Tempo beim Anlaufen bringt er dann halt einfach nicht mehr mit oder sollte sich vielleicht auch einfach sparen aus Verletzungsgründen. Gar nicht abwertend gemeint, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Das vielleicht schon mal dazu, was einfach noch sehr viel mitbringt. Dann vielleicht noch als weiteres ist es halt auch einfach genial, dass Malen dann halt auch schon die Erfahrung mitbringt. Also das ist jetzt kein Spieler, wo man dann erstmal über 4 bis 6 Spieler dann erstmal schauen muss, okay, kommt er jetzt mit dem Druck klar? Es ist Daniel Malen, das wir schon vorhin angeschnitten, vielleicht so ein bisschen aus der in Anführungsstrichen Charakteranalyse ja raus ableiten hätte können. Einer, der den Druck eher nochmal pusht, wie ich finde. Also man kann da wirklich mit Instant Impact hoffen. Und das ist halt einfach das, was man nach dem Sancho-Abgang braucht.
Bisschen Fragen habe ich dann halt einfach noch, wie es mit der Chancenkreierung aufgeht. Das ist jetzt nicht das direkte Thema dieser Folge, aber man wird halt sehr von Rafael Guerrero, Julian Brandt und natürlich auch von Marco Reus ein Stück weit abhängen, auch wenn ich Reus in der Formation in einer etwas anderen Rolle sehe, aber gerade über die linke Seite Guerrero und Brandt muss dafür kommen. Vielleicht um den Bezug zum Malen-Transfer noch zu finden, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man noch so einen weiteren Kreativspieler findet, der vielleicht nicht wie Guerrero und Brandt so noch vielleicht eine Linie weiter hinten, sondern eins weiter vorne spielt, das wäre vielleicht perfekt, dann ist man da auch von den Profilen nach dem Malen-Transfer komplett abgesichert. Aber selbst so glaube ich, dass das sehr gut aufgeht. So viel nochmal dazu. Du bist auf stumm, Fanny. Oder ich höre dich? Vielen Dank. Nein, war mein Fehler. Das klingt gut, habe ich gesagt. Und ich freue mich auf Daniel Mahlen, muss ich sagen. Nicht nur, weil ich endlich einen zweiten Stürmer habe und tatsächlich ein bisschen froh darüber bin, sondern auch, weil das, was du jetzt gesagt hast, echt Bock macht auf einen neuen BVB. Ich bin da sehr gespannt, was sich da dann unter Marco Rose entwickeln wird. Und mit Daniel Mahlen daneben. Georg, hast du noch eine Frage? Nee, ich bin jetzt wirklich zum einen auch ganz vorfreudig und zum anderen werde ich jetzt gleich den Artikel lesen. Das ist jetzt, glaube ich, so meine Aufgabe heute Abend noch. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht, ja, je nachdem, wie schnell es dann jetzt irgendwie doch letztlich geht. Also wir haben ja schon gesagt, Sonntag haben wir jetzt Sonntagabend. Vielleicht erhasche ich ja dann doch vielleicht noch den einen oder anderen Blick auf ihn. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht die ganze Woche da. Von daher also eine Trainingseinheit, wo man ein bisschen zugucken kann. Das wäre natürlich ganz cool. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dass das vielleicht klappt. Ich weiß, Fanny, du wolltest jetzt schon abmoderieren, es tut mir sehr, sehr leid, aber eine kleine Frage hätte ich noch, können wir ja ganz schnell machen. Aber was ich noch sehr interessant finde, ist, tut mir jetzt wirklich leid, was mir gerade eingefallen bezüglich Berater etc., was ich interessant finde, ist, ob da noch eine Ausstiegsklausel mit dabei ist bei Malen, weil von dem Kaliber her könnte man schon sehr gut drüber spekulieren, wenn man den Berater nochmal anschaut, wird das spekulieren, dann schon wirklich evaluieren, aber beim BVB macht man ja eigentlich keine Ausstiegsklausel mehr seit so einem gewissen Vorfall in einem speziellen Jahr. Haaland sehe ich da als absolute Ausnahme, wurde ja auch so kommuniziert inoffiziell. Bisher keinerlei Medienberichte, aber ich bin da wirklich gespannt, ob da noch was drauf zukommt. Ich würde ganz ehrlich eigentlich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es keine mit dabei ist und maximal eine mündliche Absprache. Aber da bin ich mal gespannt, was da noch am Ende dazu kommt. Vielleicht, was man ja, falls einer die Frage hatte. Was man ja gehört hat, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer das berichtet hat, am Ende repliziere ich jetzt irgendwelche Bildsachen oder so, aber die Vertragslaufzeit, so wie ich gehört habe hier irgendwie oder aufgeschnappt habe, soll ja ziemlich lang sein, also mit einem relativ langen Vertrag ausgestattet werden. Klar, das hat jetzt, heißt jetzt natürlich auch nichts, wenn es dann irgendwie nach 2 Jahren eine Ausstiegsklausel gibt, das widerspricht jetzt dem Ganzen natürlich nicht. Aber es klingt ja zumindest nach einem Commitment, worauf sich irgendwie beide Seiten irgendwie einigen konnten. Von daher, ja, das ich hoffe, dass wir nicht wieder in diesen Vorfall, den du ansprichst, zu kommen, dass wir sehr überrascht werden von solchen Klauseln, aber in der heutigen Zeit wird man das ja wahrscheinlich dann irgendwie über Ecken dann doch mitkriegen und das wird dann schon irgendwie rauskommen, falls dem der Fall sein sollte. Ich würde es vom Gefühl her tatsächlich auch so ähnlich sehen, weil erstens der BVB das ja echt deutlich kommuniziert hat und Haaland hätte man ja, so wurde es dann ja auch immer gesagt, hätte man halt ohne Ausstiegsklausel halt nie gekriegt. Und zum anderen glaube ich halt auch, dass der BVB sich mittlerweile international einfach auch dieses Standing erarbeitet hat, dass man ja trotzdem weiß, dass kein Spieler ewig beim BVB, also dass der BVB nicht darauf besteht, ne? Also man braucht nicht zwangsläufig eine Ausstiegsklausel, um an den Spieler vom BVB dran zu kommen. Wenn jetzt Daniel Mahlen einen Vertrag für 5 Jahre unterzeichnet oder sowas, dann und nach 3 Jahren kommt ein gutes Angebot aus dem Ausland oder sowas, so wie es jetzt bei Jadon Sancho war oder so, dann hat der BVB ja am Ende die Spieler dann doch immer noch irgendwie gehen lassen. Meistens sogar mit einem ganz guten, also zumindest in der jüngeren Vergangenheit, meistens mit einem ganz guten Outcome. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht unbedingt so notwendig ist an der Stelle. Und hoffe auch, dass wir uns da jetzt nicht mit auf die Nase legen mit diesen Aussagen und er in 2 Jahren für 10 Millionen aus Ablösesumme dann doch irgendwie woanders hingeht. Ja, für Informationen aus dem Trainingslager, Georg, wo ist dein Twitter-Account nochmal? Pitche ihn jetzt. Ja, c-giogios, G-I-O-G-I-O-S, genau. Oder halt das meiste schreibe ich dann doch über den Schwarz-Gelb-Account. Von daher, wenn ihr da reinfolgt, da seid ihr dann gut informiert, hoffentlich, ja. Oder so rum. Sehr gut, genau. Und ansonsten bleiben wir natürlich am Ball. 85 Millionen haben wir für Jadon Sancho gekriegt, jetzt ziehen wir 30 Millionen davon ab.
für Daniel Mahl. Bleibt immer noch ein bisschen was übrig. Also könnte auch durchaus sein, dass wir irgendwann uns nochmal zusammensetzen und über die nächste Personalie beim BVB reden. Die Gerüchteküche brodelt ja weiterhin. Das schauen wir uns dann aber an, wenn es wirklich so weit ist. Vielen Dank in die Schweiz an Georg. Schöne Grüße und weiterhin viel Spaß im Trainingslager. Ja, vielen Dank. Ich melde mich, wenn es was zu berichten gibt. Und viele Grüße und ein Dankeschön natürlich auch an Jan, der uns mitgenommen hat und uns erklärt hat, warum wir uns so sehr auf Daniel Mahlen freuen können. Sehr gerne, Dankeschön. Und ja, das wäre die 61. Ausgabe von Auf den Punkt, Mahlen nach Zahlen. Die nächste große Zahl im Auf-Ohren-Kalender steht am Donnerstag, glaube ich, an. Da erscheint dann nämlich Auf-Ohren 100. Und nehmt euch ein bisschen Zeit, falls ihr mal jetzt in Urlaub fahrt oder so oder in der Schweiz oder aus der Schweiz zurück oder weiß der Geier was. Das ist ein bisschen länger geworden, nicht nur weil Jens dabei war, sondern weil wir uns die Spielerzeugnisse ein bisschen genauer angeguckt haben und wir so ein bisschen über jeden einzelnen Spieler der vergangenen Spielzeit geschaut haben und geredet haben darüber. 3 Stunden ungefähr müsst ihr euch Zeit nehmen, kommt dann auch in der kommenden Woche in euren Podcatcher. Gut, das soll es gewesen sein. Ich glaube, das war's. Und Georg darf Hea BVB sagen, stimme ich jetzt an der Stelle einfach. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Hea BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.